Hello, Ladies and Gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir machen einen neuen Run. Ihr habt das gerade schon gesehen. Ich habe es versucht mit Eve, aber nee, das werde ich euch nicht antun. Ich hatte einen Attack-Stat von 2,2 und hatte das Pferd. Nein, das hat mir zu lange gedauert, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich war nach 10 Minuten übrigens im dritten Floor. Unser Ziel ist aber dennoch klar, wir versuchen zu Mega-Satan zu kommen. Wie gesagt, ich bin eigentlich, also ich habe ja immer gesagt, ich lade nicht nur meine erfolgreichen Runs hoch. Aber sorry, das war sowas von langweilig mit 2,26 Damage. Wie gesagt, nach 10 Minuten 57 war ich im dritten Floor. Das war jetzt nicht ganz so das, was ich mir erhofft hatte. Mom's Eyeshadow. Ja, von mir aus. War auch wieder gezeichnet von meinem typischen Luck, das ich da so habe. Nämlich in der ersten Ebene direkt zwei Tinted Rocks. Und ratet, wie viele Bomben. Wenn eure Antwort 0 war, habt ihr absolut recht. Übrigens, die erste Pille, die ich geschmissen habe, war Tears Down. Hat leider auch nicht so dazu beigetragen, dass ich stärker werde. Ja, wie gesagt, ne, nicht denken, ich würde nur meine erfolgreichen Runs hochladen, aber manche sind einfach sowas von unspannend. Also da konnte ich buchstäblich gar nichts machen. Wenn hier ein Explodierender ist, bin ich wahrscheinlich tot. Ich sagte wahrscheinlich, nicht unbedingt. Damage up, huh? Und Speed down. Ah, gut. Wir haben immer noch einen halbwegs ordentlichen Speedstat. Und wenn wir jetzt den Whore of Babylon Effekt verlieren, haben wir immer noch ein bisschen Damage. Leider komme ich aber nicht hinten an das Health. Das ist ein bisschen schade. Damage machen wir auf jeden Fall recht gut. Trotzdem wäre mir ein halbes Herz ganz recht. Fast. Ja, vielleicht finden wir hier Health. Vielleicht. Vielleicht sterben wir auch. Das war sehr knapp. Bisschen blöd ist natürlich mit ihr. Ich kann keine Devil Deals nehmen. Was ich eigentlich müsste, um Health zu verlieren, beziehungsweise Health Container zu verlieren. Aber dann komme ich nicht zu den Engelstatuen. Und das ist nicht so schön. Okay, wie habe ich... Okay. Wie wurde ich da nicht erwischt? Gut, das ist aber trotzdem ein guter Start diesmal. Damage up und wir haben sogar einen Soul Heart. Das heißt, ich kann theoretisch auch meinen Effekt behalten. Wenn ich mich nicht dumm anstelle. Mom's Eyeshadow ist okay. Kann man nehmen. Also ich sag mal, für umsonst eh. Boomerang. Nö. Ich möchte aber auch nicht ewig lang den Razor behalten, davon abgesehen. Da gibt's Besseres. Ne, ich gebe mal noch keine Bomben aus, auch wenn es natürlich noch früh genug wären. Aber Ziel ist auf jeden Fall klar, wir wollen hoch zu Mega-Satan. Ich dachte eigentlich, oh, hab ich sogar. Ich bin klug. Mach ihn doch verliebt, nein. 3. Ja, kann man da unten gucken gehen. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, meistens lohnt es sich nicht. Meistens. Nicht immer. In dem... Fuck! Obwohl, ich habe ja noch meinen Razor. Dann verwende ich den auch. So, der Vogel kann den Rest machen. Ich verstecke mich einfach. Gut. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Dieser Crow hier, oder wie es auch immer heißt, Sad Bird oder Dead Bird, ist so ein schlechtes Item, ne? Warum hat man diesem Ding nur
den Effekt für einen Raum gegeben. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das hätte man durchaus permanent machen können, wenn man nur ein Health hat. Und ja, ich weiß, andere Items. Es gibt schon andere Items zu dem Zeitpunkt, die das haben. Wie jetzt zum Beispiel natürlich auch mein Horror of Babylon Effekt. Aber komm, dieser Vogel ist jetzt nicht sonderlich carry. So, was haben wir hier? So lustig es klingt, eigentlich will ich das nicht. Obwohl, solange ich den Razor behalte, vielleicht schon. Dann kann ich ihn vielleicht häufiger verwenden. Denn was man nicht vergessen darf, der zieht mir ja nicht nur ein Herz ab. Nein, er gibt mir ja auch Damage ab für einen Raum. Darf man oder sollte man nicht vergessen. Geld? Nö. Komm. Speed up, Tears down. Natürlich. 0,38 Tears down. Was auch sonst. Selbstverständlich Tears down. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Irgendwann sollte ich mal eine Statistik anfertigen, wie häufig ich eigentlich Tears down bekomme. Aber naja. Manchmal ist ja auch Tears up dabei. Und dann hat sich das gelohnt. Fire Rate Plus. Definitiv. Das nehmen wir mit. Speed. Das ist schon nicht schlecht. Ich meine, es gibt natürlich andere Möglichkeiten, Mittel und Wege, um die Health loszuwerden. Ne? Oder an die Alternativ, um an die Engelteile zu kommen. Aber ich verlasse mich da eigentlich am liebsten auf die Engel aus dem Angel Deal. Gut, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt Full Life. Ja, gut. Wir könnten beim nächsten Mal auch mal wieder versuchen, ein Planetarium zu bekommen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Gut. Heieiei. Aber schaut, wir haben immer noch. Wir haben jetzt in der Form mehr Attack, fast das Doppelte von Attack, was ich eben hatte. Und so kann man ja sogar Dinge erledigen. Es muss gar nicht immer 50 Attack sein, aber 2 ist dann halt doch etwas sehr wenig gewesen. Wir haben 2... Ja, mach. 2 Schlüssel, das heißt, wir gehen auf jeden Fall in den Shop. Ein Soul Heart, hä? Tier Detonator, sollten wir auch, also müssen wir auch mal mitnehmen, aber nicht jetzt. Oder? Obwohl, er ist halt nicht gut, ich brauche halt oben das Ding. Ich meine, ich hätte es kaufen können, einfach damit ich es in der Sammlung habe. Soll ich immer zurückmachen und genau das tun? Wahrscheinlich nicht. Nee. Den werden wir wann anders kaufen. Der ist nicht toll, ne? Aber es gibt wirklich Schlimmeres. Kann man durchaus mal mitnehmen. Sehr toll. Sehr schön. Wenn ich wieder was schwarz malen wollen würde, dann natürlich die Tatsache, dass ich jetzt häufiger meine Dings hier verwenden muss. Aber naja. Was soll's. Mein Razor. Aber selbst wenn ich ihn nicht verwende, haben wir auf jeden Fall einen halbwegs guten Stat. Was genau Attack angeht. Nee. So, jetzt nur noch. Okay, Bomben haben wir auch. Passt. Wir müssen nur das Glück haben, an die Angel Deals zu bekommen. Alright.
Wir haben zwar gerade nicht den Horror of Babylon-Effekt, aber trotzdem machen wir genug Damage. Dann kann ich das auch mitnehmen. Gibt es noch mehr? Theoretisch ja, praktisch nein. Schlüssel immer gut. Vor 4 Health ist halt... Ja, ich kann ja gar nicht... Ja, genau. Sehr schön. Ich kann ja gar nicht sagen, dass es schlecht ist. Ja, leider hilft mir das Heilen gerade nicht, wenn ich jetzt einfach nach und nach meine kompletten Soul Hearts aus dem Fenster schmeiße. Hat mir 3 Stück und ich habe die alle gerade in einem Raum verloren. Och, really. Ja, haben wir halt mal verwendet. Beziehungsweise nicht verwendet, aber aufgesammelt. Ist einfach nur ein Teleport in einen random Raum. Nicht gut. Leider nicht. Ich hoffe, wir finden gleich einen Shop. Oh, das war sehr cool. Das war echt gut. Ich hoffe, wir finden einen Shop mit Soul Hearts drin. Okay, wir haben noch eine Bombe. Ich wollte gerade sagen, aufpassen. Nicht, dass ich ohne Bombe zum Dings gehe. Speed up. Zum Devil Deal, wenn er dann irgendwann kommt. Denn sonst gucke ich blöd. Ich glaube, das ist mir sogar auch schon hier in den Videos passiert. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mir passiert ist, dass wir hingegangen sind und ich keinen Schlüssel hatte und dann kein Item einsammeln konnte. Und ich weiß, dass einige von euch darüber bestimmt gelacht haben. Ihr Säue. Gut. Mach ihn doch verliebt. Dann kann er andere Leute töten gehen. Ach, wie kann ich meinen Vampire Charm in irgendeiner Form... Okay. Now Kiss. Verwenden hier. Einmal kann man es machen. Gute Wahl. Wisst ihr aber, es wäre halt auch blöd, wenn ich jetzt dreimal meinen Razor verwende. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Wobei, ich... Aber einmal kann man es bestimmt machen, ne? Auf der positiven Seite, selbst wenn ich... Also wenn ich mehr Health habe, ich kann mir häufiger den Useless Vogel da holen. Wisst ihr, was, glaube ich, am sinnvollsten oder am klügsten wäre, soll ich sagen? Wenn ich mir auf der Ebene viel Health liegen lasse, beim Boss das verwende, den Razor, und dann nach dem Boss einsammeln gehe. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Naja. Einiges geht natürlich jetzt flöten an Damage, weil wir halt den Horror of Babylon-Effekt nicht haben. Aber auf der anderen Seite behalte ich mir auch ein bisschen Health, ne? Ist jetzt auch nicht schlecht. Ich würde dir gerne eine Bombe ins Maul werfen, aber ich kann nicht. Denn mit 67%iger Wahrscheinlichkeit kriege ich gleich einen Devil Deal. Was bei mir oft 0 entspricht. Das ist echt blöd. Es kam lange nicht mehr vor, aber es kann natürlich jederzeit passieren, dass ich einfach nicht das zweite Keypiece bekomme. Dann müsste ich das über Sacrifice Rooms machen. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Es geht, aber muss ja nicht sein.
Weil da gebe ich einen Batzen an Health aus und da wird blöderweise zuerst mein... Ja, also das zusätzliche Health, bevor mein rotes Health verwendet wird, aufgebraucht. Das ist nicht so toll. Wir hätten noch die Chance, etwas anderes zu machen, wenn ich Glück habe. Mit einem bestimmten Item. Warten wir einfach ab und gucken, was Isaac uns heute beschert. Denn planen kann man hier eh nicht so wirklich. Ja, da muss ich leider warten, bis die sich daraus bequemen. Denn vorher kann ich sie nicht angreifen. Tschüss. Okay, jetzt hätte ich sie angreifen können. Ich würde wirklich viel häufiger meinen Razor einsetzen wollen. Aber irgendwie fühlt es sich immer falsch an. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch falsch an, geheilt zu werden, wenn ich Full Life bin, ne? Tough Love. Gutes Item. Toothshot. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht weiß. Sollte ich in die fucking Sacrifice Rooms gehen? Ich meine, jetzt werde ich sicher einen Devil Deal, Angel Deal bekommen. Safe. Aber reicht das? Ich meine, es könnte natürlich auch eine doppelte Statue drin sein. Kann passieren. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ja, hat er mir einen mitgegeben. Halb so wild, denn wir heilen uns. Manchmal. Ach. Eieiei. Wir haben noch genug Geld. Ja, Logo. Wer sonst? Wer sonst? Ach, du, ey. Ich hab da keine Lust. Oh, da war ein Dings. Tinted Rock. Wenn, wir bräuchten ja nur ein Schlüsselteil, ne? Schauen wir mal erstmal, was nach dem Boss passiert. Dann kann man überlegen. Aber es wäre ziemlich schade, wenn wir versuchen, zum Mega-Satan zu gehen und da einfach nur aufgehalten sind, weil wir den Schlüssel nicht holen konnten. Das wäre echt schade und auch echt blöd. Wafer. Gut. Gutes Item, wie immer. Jetzt müssen wir es nur noch nach Hause irgendwie bekommen. Weißt du, was ich so drüber nach... Wenn ich so drüber nachdenke, haben wir denn hier ein Segroom? Nee, noch nicht. Weil man könnte natürlich das Ganze ein Stück weit abusen, indem man mit Vampire... Also wenn man Vampire Charm entsprechend nutzt. Quasi. Damage kriegen, heilen. Könnte man machen. Dafür müsste ich aber quasi meinen... Vorhaben aufgeben, weiter in die Angel Deals zu begehen, weil ich werde definitiv immer mal wieder getroffen werden. Und ja. Naja, erstmal müssen wir ja eins finden. Wenn ich so weitermache, brauche ich mir auch gar keine Gedanken mehr um meinen
besonderes Health zu machen, denn dann habe ich eh nichts mehr. Super. Ich werde natürlich trotzdem erst versuchen, einen Sackroom in der nächsten Ebene zu finden, denn wir haben natürlich weitere Vorteile dadurch. Also mit ein bisschen Glück finden wir ein Angel Deal Item. Oder, ja, lustig. Das brauche ich aber jetzt gerade nicht. Aber hey, egal. Ein Batzen an Geld und es kann kein Greed mehr kommen. Ich fühle mich zwar noch nicht unbedingt ready. Aber mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob Wafer Einfluss darauf hat, dass wir, wenn wir auf dem Sack, im Sack-Room sind. Curse of the Maze, okay. Mal sehen, ob wir einen finden. Haben wir nämlich, glaube ich, erst einmal wirklich so benutzt. Denn oft haben wir gar nicht die Ressourcen, health-technisch, um damit Vorlieb zu nehmen. Nicht verwechseln, ein Sackroom ist natürlich kein Curse-Room hier rechts. Okay. 21% Chance. Ich meine, ja, es kann natürlich immer noch passieren, dass wir einen Angel-Deal bekommen, aber wenn nicht, gucke ich blöd. Und wenn ich nicht noch irgendwie zufällig Dad's Key bekommen sollte, habe ich ein Problem. Super. Aber naja. The Sun zum Beispiel ist ziemlich gut. Denn sollten wir so einen Raum finden, den ich ja gerade angesprochen hatte, können wir uns auch damit wieder vollheilen. Ah, da ist ja noch einer. Ach, Slowing Tears. Oder Slowing Creep, ja. Braucht man nicht unbedingt. Chancen sind hoch, dass sich das lohnt. Aber in dem Fall hat sich das nicht getan. Noch haben wir ja Schlüssel. Okay, keine Ahnung, wie ich da nicht getroffen wurde. Kein Plan. To choose between two items in treasure rooms. Ja, kommen keine mehr. Aber was soll ich mit dem Geld sonst? Der Rest wird donated. Und ja, ich hätte den Loot in die Luft jagen können für eine höhere Chance. Das stimmt. Gut. Wir könnten mit roten Kisten auch noch dahin kommen. Oh, da ist der Curse-Effekt aktiviert worden. Ah, cool. Das gibt auch nur ein halbes Herz Damage. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre immer ein volles Herz. Aber cool. Gut, gut. Ermöglicht mir wahrscheinlich dann auch, wahrscheinlich, das Verwenden von Curse Rooms im Utero. Denn normalerweise gibt es dann immer ein Full Heart Damage. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das immer der Fall ist. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ein bisschen schade natürlich für die ganzen Soul Hearts hier. Ich wünschte, wir könnten unsere Red Hearts zuerst ausgeben, aber können wir nicht. Bisschen verschwenderisch, aber nun ja. Wenn die Zähne mal fliegen, ist schon nicht schlecht. Autor Saffe. Wenn die Zähne mal fliegen, würde ich lesen. Ich an eurer Stelle würde allerdings aufs Hörbuch warten. Oder auf die Kinoverfilmung.
Johnny Knoxville in der Rolle von dem Zahn. Oh, Gott sei Dank sieht man hier noch genug mit dem ganzen schwarzen Kack. Ja. Yeah. Haben wir hier alles? Ja. Theoretisch ja, praktisch nicht, ne? Es könnte. Ja, oder auch jetzt. Ach, ich muss gucken gehen. Es hilft ja nichts. Gehen wir schauen, ob wir hier noch einen Sacrifice Room haben. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, ist gut. Noch habe ich die Hoffnung ja nicht ganz aufgegeben. Das ist halt auch sowas, ne? Es wäre natürlich ein bisschen dumm, meinen ganzen Vorrat an Soul Hearts aufzugeben und dann meine Chance zu dezimieren, überhaupt mal einen Angel Deal zu bekommen. Man muss aber dazu sagen, im Sacrifice Room gibt es ab einer gewissen Stufe eine 50%ige Chance darauf, einen Batzen an Soul Hearts zu bekommen. Die anderen 50% sind Coins, die mir dann natürlich gar nichts mehr groß bringen. Soul Hearts? Gut. Coins? Not so much. Wir möchten auf jeden Fall nach oben. Ach. Das heißt, wir nehmen uns das Polaroid mit. Auch wenn mir das keinen zusätzlichen Damage gibt. Right. In Soul spawns 2 random items. Tja. An sich natürlich ziemlich geil. Aber dafür müsste ich halt meinen Kack hier aufgeben. Und ich glaube, das will ich nicht. Dann nehmen wir eben das Baby mit. Ist schon nicht verkehrt. Der Razor ist tatsächlich eigentlich gar nicht toll, aber auf diese Art und Weise muss ich wenigstens mein Health nicht ausgeben. Gut. Das haben wir. Alles klar. Wafer haben wir auch. Ein bisschen mehr Feuerkraft unterm Arsch wäre noch geil. Ja, genau. Oh, ich hasse diese Egel. Schlimme Gegner. Was ist denn da alles gedroppt? Ihr wisst, okay. Ja, kann man theoretisch nehmen. The Devil. Ja, warum nicht? Gut. Die Fire Rate würde ich allerdings gerne behalten. Jawbreaker. Es gibt Möglichkeiten, um Items in gewissen Räumen zu spawnen. Und das ist natürlich super hilfreich bei Secret Rooms, wenn man da nur eine gewisse Anzahl an Items drin hat. Diese Karte haben wir aber noch nicht unlocked. Genau genommen haben wir erst einen Teil dieser Karten unlocked und das haben wir beim letzten Mal gemacht. Soul of Isaac müsste ich ja eigentlich schon mitnehmen. Gutes Item. Dafür müsste ich den Devil aufgeben. Aber ich denke, das mache ich. Im Worst Case nehmen wir es gleich einmal wieder mit. Wow.
Gut. Ich kann mir auf jeden Fall einen ziemlichen Batzen an Damage geben. So ist das nicht. Auch beim Mega-Satan-Fight müsste das passen. Hier, guck. Gut. Das, wie gesagt, könnte ich verwenden in einem Sacrifice Room, um potenziell The Lost freizuschalten. Aber es ist nur 25% Chance. Der Holy Mantle. Brauche ich noch mehr Abwehr? Heck yeah, brauche ich das. Ich habe überlegt, ob ich es rerollen soll. Aber nö. Nö. Im Worst Case nehme ich die mit nach oben. In die Chest. Weil da haben wir 4 Items auf einmal, die ich dann rerollen könnte. Genau, das Mysterious Paper hingegen finden wir verhältnismäßig aber recht häufig. Immer sehr dumm, wenn man... Ach ja, richtig. Das würde mein Ding da kaputt machen. Immer sehr blöd, wenn man auch das Missing Poster sehr spät im Run findet. Wenn man quasi seinen zum Erfolg definierten Run aufgeben, nur um einen Charakter freizuschalten. Ich würde sagen, es kommt auf den Charakter an, den man gerade spielt. Wenn ich das Ganze mit Azazel hätte, würde ich sagen, weißt du was, dann bringe ich mich halt um. Scheiß drauf. Mit ihm gute Runs zu kriegen, ist nicht so wild. Oder nicht so schwierig, soll ich sagen. Nicht so wild, nicht so schwierig. Mit Eve, ja, geht. Aber 2 Tier 4 Items aus dem Devil Deal, auch wenn davon nichts offensiv ist, sondern nur beide defensiv, ist schon okay. Wisst ihr, was wir machen könnten? Ich weiß noch nicht, inwiefern das sinnvoll ist, aber mal gucken. Was wir machen könnten, wäre im Mega-Satan-Fight die ganze Zeit unseren Razor zu spammen, bis wir den Whore of Babylon-Effekt haben und dann versuchen, uns wieder hochzuhalten. Das wäre schon echt cool, weil dann sind die ganzen... Also wir kriegen auf jeden Fall einen Batzen an Damage, kriegen einen Batzen an weiteren Stat-Up wie Geschwindigkeit etc. Ich glaube auch einen Multiplikator. Sollte uns den Kampf eigentlich erleichtern. Eigentlich. Ah ja. Mit ein bisschen Glück finden wir dann auch einen Devil Deal. Könnte ja auch sein. Dann kann ich da... Aber so viel Health werde ich da nicht mehr ausgeben können. Never. Du hast deinen Kumpel angegriffen. Gefällt mir. Okay. Dann gehabt, wie gehabt. Gut. Sehr gut hast du das gemacht. ...8,7 Attack. Ja, macht es so viel Sinn, wenn ich den Whore of Babylon-Effekt hätte. Weißt du, was natürlich auch geil wäre, wenn ich eine Sun-Card da oben finden würde? Weil der Effekt bleibt ja immer für den gesamten Raum aktiv. Könnte man damit schon machen. Ich glaube, das will ich nicht. Nee. Zwei Ebenen noch. Hier? Okay. Von mir aus. Danach in der Ebene bitte nicht. Diese Gegner da oben kann ich übrigens auch noch gar nicht so wirklich einschätzen. Ich habe das Gefühl, also nicht die Engel, sondern diese anderen da. Die da oben. Ah, die spawnen Engel. Okay. Speed up. Ja, eine Sun Card. Die wär's. Oder Full Health Pille.
Krass, wie viel du aushältst. Ach. Naja. Da brauchen wir nicht rein. Ich wüsste nicht, was die uns geben sollten. Ich häng fest. Ja, wir hingen am Stein fest. Cool. Es ist so selten. Ich erinnere mich an die Anfangszeit von Isaac. Da war es sehr, sehr oft so, dass wenn du ein Flug-Item hattest, das ein nahezu Garant war für einen Win. Das ist aber echt inflationär mittlerweile. Also eigentlich kriegst du fast immer irgendwie ein Flug-Item. Also ich würde sagen, du hast schon wieder ihr. Ich würde sagen, man kriegt häufiger einen Flug, also eine Möglichkeit zu fliegen, als man keine bekommt. Durch Transformationen, durch das Pony, durch Items. Aber naja, vielleicht vertue ich mich. Jetzt gerade habe ich ja auch keins, ne? Sag mal, ich wollte gerade sagen, wie viel hältst du eigentlich aus? Weißt du, dann kommen wieder Räume wie der hier, wo ich mir denke, okay. Ja, das denke ich mir. Ich denke mir einfach nur, okay. Meine Gedanken sind nicht sonderlich komplex. Gut. Immer noch nicht beim Boss, aber bestimmt bald. Hier nicht. Was ein weirder Raum. Wieder einer der Räume, wo ich mir denke, stell dir vor, du hättest Flug. Und du drückst einfach nur nach rechts. Dann bist du schon da. Oh nein. Hallo? Ich wollte erst ankündigen, dass ich getroffen werde. Oh, natürlich. Aha. Was für ein fieser Raum, ey. So werden sogar kleine, unnötige Gegner auf einmal echt nervig. Pestilence. Ich bin gespannt, ob wir in der Chest irgendwie was Schönes bekommen. Ich hoffe es. Wir sind ja fast da. Tschüss. Ist bei sowas, also kein Flug zu haben bei Gegnern, die Creeps spawnen, nicht Creeps. Bodenbeläge. Was ist das deutsche Wort? Schreibt mir bitte jemand, was das deutsche Wort für Creep ist. Ground Hazard. Ziemlich deutsch. Ja, triff halt, wenn es dich glücklich macht. Dann kann ich mir auch, weißt du, bevor du mir die ganze Zeit Damage machst, kann ich es mir auch selber geben. Ich hasse diese zweite... Ey, okay. Das ist echt lahm gerade. Die dritte Phase von Isaac ist leichter. Ja, holy crap, Mann. Saffel, wie viel Damage willst du eigentlich noch in diesem Fight nehmen? Oh Mann, ey. Ja, da ist mein Herz weg. Das altbekannte Problem bei zu wenig Damage. Da muss man auf einmal pattern lernen.
Anstatt einfach nur drauf zu hauen wie ein Brachialidiot. Eve's Birdfoot. Nicht gut. Schlecht, schlecht, schlecht. Richtig schlecht. Wahnsinn. Aber wir können es ja rerollen. Ist das eine Seraphim-Verwandlung? Nee. Aber nehme ich trotzdem. Ist das die Seraphim-Verwandlung? Nein. Lass die Blatt. Ist auf jeden Fall gut. Und Bombags brauchen wir erstmal nicht. Alles in allem war es das komplett wert mit dem Reroll. Gott, das ist zu langsam, mein Damage. Ja, Damage ist langsam, ich weiß, was ich da sagte. Möchte ich das gleich echt? Will ich echt meinen Plan verfolgen und so viele Gegner killen im Mega-Satan-Fight, nur um dieses Curse of Barbie, Horror of Babylon-Effekt zu bekommen? Es ist schon gefährlich, weil es so viele Gegner gibt. Ja, es gibt doch diesen einen, der sich immer weiter teilt. Könnte klappen. Naja, abwarten. Wir sind ja noch nicht mal da, ne? Komm, einer mal drauf gehen bitte hier. Denn der ist zu viel auf dem Bildschirm. Ich sehe nichts. Look at all these items I don't get. Ihr spawnt ja noch einen Batzen an Leuten, ne? Da kann ich mich bestimmt mit hochheilen. Glitterbombs. Gut. Okay. Jetzt langsam mal wieder überlegen. Obwohl, eigentlich ist es ja völlig wurscht, ne? Ne, ist es nicht. Ist es nicht. Es ist nicht ganz wurscht. Es ist klüger, wenn ich Full Life bin bei Mega Satan. Denn desto mehr Damage abkriege ich ja. Es geht mir ja gar nicht nur um die Verwandlung zur Horror of Babylon, sondern auch um den Damage, den ich dann mache. Und je häufiger wir das Ding hier spammen, desto mehr Damage gibt's. Zwei sind weg. Gut. Sehr schön. Kannst du den anderen auch noch killen. Gut. Wir müssten... Ja, wir müssen auch den normalen Boss schaffen. Also Blue Baby. Ich hoffe auf noch ein, zwei weitere Items. Zwei Luck haben wir. Und irgendwie kriegen wir nichts. Naja. Ein paar Räume sind ja noch vor uns. Offenbar nicht mehr allzu viele.
Weißt du, wie wäre es, wenn du dich in mich verliebst? So, was haben wir hier? Strength. Gut. Brauche ich alles nicht. Ich meine, hier können wir hin. Definitiv. Strength werde ich natürlich nicht hier verwenden. Das wäre ja ziemlich dumm. Versuchen wir das nochmal. 13 Attack. Sollte eigentlich noch reichen, oder? Ah, es geht schon, es geht schon. Ziemlich schnell. War okay. War absolut okay. Da kann man absolut nicht motzen. Selbst wenn man wollte. Und glaubt mir, ich will das häufig. Und ihr schon wieder. Genau, macht ihr richtig. Greift euch gegenseitig an. Genauso macht ihr es richtig. Ja, ich habe gesehen, du hast es versucht, aber nicht geschafft. Aber der Gedanke zählt. Rechne ich dir hoch an, Mr. Pferd. Es gibt wirklich nichts Demotivierenderes, als in die Chest zu gehen und nahezu keine Items zu finden. Es ist immer so das letzte Resort, weißt du, wo du denkst, ja, vielleicht da oben. Und so selten sind ja jetzt Kisten auch nicht, ne? Will ich ja gar nicht sagen. Ja, irgendwann muss ich natürlich getroffen werden. Das ist richtig. Aber hey, wir haben noch unseren Mantle, unser Relic, unser Cross. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ihr wisst, was ich meine. Ach, heute noch. Ihr gebt mir echt nichts, oder? Also buchstäblich nichts. Habe ich... Doch, ich habe die Nancy-Bombs da gefunden. Ich glaube, das war's. Bisher. Na gut, ihr habt mir 78 Münzen gegeben. Na, I guess that's something. Full Health, geil. Würde ich gerne mit in den Kampf nehmen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre echt geil gewesen. Tschüss. Oh. Sollte ich überhaupt noch weitersuchen, ist die Frage. Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Aber gut. Speaking of unlucky, ne? Auch das kann passieren. Trotzdem eher untypisch, dass man irgendwie gefühlt gar nichts findet. Also ich habe eine, okay, jetzt zwei. Conjoint, ja. Quince. Nicht fantastisch. Dann gehen wir oben rein. Ja, ich denke schon. So, und jetzt dumm sein. Mit 19 Attack angreifen und einfach nur gucken, dass ich ein paar Gegner kille, sodass ich mir im Falle eines Falles... Aber eigentlich habe ich so viel Health jetzt, davon sollte ich mich wirklich nicht mehr killen lassen.
Aber trotzdem, trotz 20 Attack, ihr seht das ja selber. Wenn man keine Tränenmodifikatoren hat, hilft das auch nicht so viel. So lange sollte ein Kampf da nicht dauern. Also, eine Phase, nicht ein Kampf, eine Phase. Weil 20 Attack ist nicht wenig. Super, ich komme nicht raus. Immerhin haben wir aber jetzt... Ah, wir haben da oben den Quint gespawnt und die anderen da unten leider. Habe ich nicht aufgepasst. Die hätte ich natürlich oben spawnen sollen, damit sie weiter mit mir Satan angreifen können. Naja. Dann sind sie halt da unten. Wenn sie da glücklicher sind, who am I to judge? Down he goes. (Clears throat) 26 Attack. Just saying. Okay, wie wurde ich da... Hat das gerade meinen Meat Boy geblockt? Okay, ich habe hier einfach ein Trinket gedroppt. Safety Scissors, okay. Ja, Nancy Bombs doing Nancy Bomb things. Es geht tatsächlich. Ich glaube, ich habe das ein bisschen über- bzw. unterschätzt. Wir machen schon ordentlich Damage. Dafür, dass es ein Endgame-Boss ist, ist das schon in Ordnung. Ich sage nicht, dass es nicht schneller geht, aber ich bin zufrieden eigentlich. Das sind die Dinger, die sich aufteilen, oder? Na komm schon. Gut. Delirium haben wir sogar schon. Wäre eh nicht gespawnt. Sacrificial Dagger. Gutes Item. Darkness Falls Challenge. Little Baby. Da haben wir doch wieder was geschafft. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen bei The Binding of Isaac und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut.